So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 63. Es geht weiter mit der zweiten, mit dem ersten Minikurs und ein paar Secrets, Und ja, wir haben letztes Mal diese Tür hier freigeschaltet, unter anderem. Und da ist was, das erkennt man, denke ich. Und jetzt, diese Passage hier wird sich später noch erweitern. Da oben ist ein Durchgang und hier unten wird dann noch ein Durchgang sein, aber das kommt man zu denen kommt man erst später im Spiel. So, und jetzt legen wir gleich mal los mit der mit dem Shifting Sandland Inside the Pyramid. Wir machen natürlich wieder alles der Reihenfolge nach, was absolut spaßig ist, ne? LOL. Fail. Okay, also den Part beginnen wir erstmal mit einem Fail. Und ja, nicht so gut, würde ich mal sagen. Hey, jetzt lass mich da drauf. Danke. Also die Red Coins sieht, glaube ich, jeder, wo die so platziert sind. Die meisten sind so ziemlich offensichtlich hoch 3. Und das hier ist, finde ich, an einen Geschicklichkeitsparcours Super Mario Sunshine angelehnt. Also jetzt an keinen spezifischen, sondern einfach an das Prinzip. Spring über Plattformen und wenn du runterfällst, bist du tot. Das super Prinzip aus Sunshine, was wir alle mögen, weil es so wunderbar freundlich leicht ist. Ne? Also ich mag das Sunshine-Prinzip, weil es einfach ist eine Herausforderung. Hier kann man das übelsten abkürzen, irgendwie. Ich habe vergessen, wie. So. Hier gibt es dann noch eine Starcoin. So, speichern wir ab und das war's dann auch schon mit der ersten Shine. Yay! Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt wird, aber wir machen, ich glaube, 6 Shines und 5 Starcoins oder so. Also es wird schon genug Material geboten. Sagen wir es mal so. Was war denn das jetzt für eine Mission? Tracking for 8 Red Coins, ne? Ja. In dem Block ist eigentlich eine. Aber es zählt auch, wenn ihr einfach auf den Block drauf geht. Ach, jetzt habe ich wieder meine Scheiß-Strategie genommen. Also ich habe eine Speedrunning-Strategie für diese scheinbar entwickelt. Jetzt kann ich sie wieder. Also, ihr nehmt euch diesen, ihr sammelt die ersten beiden ein, so wie ich. Nehmt euch diesen beschissenen Stern. Jetzt kriegt ihr die, dann springt ihr da runter. Lasst euch von diesem Ding da bis nach da drüben tragen. Holt euch die Starcoin. Geht zurück, holt euch die Red Coin und dann könntet ihr euch noch die oben holen. Das habe ich jetzt halt vorher gemacht. So viel zu einer Speedrun-Strategie. Das ist, glaube ich, sogar das Schnellste, was geht. Also, so, und das war's dann auch schon wieder mit dem mit der zweiten Schein und der zweiten Starcoin. Geht schön schnell voran hier gerade. Finde ich gut. Super. Und der auf der Pyramide, genau. Zu dem gibt es eigentlich auch relativ wenig zu sagen. Nehmt euch am besten diesen Stern, sammelt ganz schnell dieses Starcoin ein, geht auf diesen Warp-Stern und landet da oben. Fertig. Zack, fertig. Geht schon schnell, ne? So. Ich werde, glaube ich, auch den, nach dem Let's Play mal ein paar Speedruns hochladen. Das war's, glaube ich, sogar jetzt schon, ne? Star Map. Also hier nochmal die übersichtliche. Nochmal alles Sachen übersichtlich. Okay, hab nichts vergessen, gut. Dann, beginnen wir jetzt mit den Castle Secret Stars. Und zwar, ich glaube, sogar der Reihenfolge nach war. Das da oben der erste. Ich weiß nicht mehr.
Castle Secret Star Secret of the Mushroom. Ja. Gibt's nichts zu sagen. Es geht eigentlich darum, möglichst viele One-Ups zu sammeln, aber auf dem. Ja. Das mache ich eigentlich nie, weil ich fast nie One-Ups brauche. Auf dem. Der linke Weg dafür ist ein bisschen schwerer. Dafür gibt's hier halt eine. Yay. Eine. Wie heißt's? Starcoin. Und auf der rechten Weg halt nicht. Dafür ist der halt einfacher. Und. Zack. Fertig. Ja. Dazu gibt's irgendwie nichts zu sagen. Ich denke, jedem sollte auch aufgefallen sein, dass da oben dieser Pilz eben gemalt ist und irgendwas muss der ja bedeuten. So, dann war, glaube ich, in diesem Raum eine Secret Shine, die voll Secret ist. Hier gibt's ein One-Up zu holen, nur mal so zum Zeigen. Und da ist das Gemälde mit 5 Silver Stars und einer Starcoin. Das weiß ich sogar noch. Es gibt hier eine Starcoin. Die ist überhaupt nicht versteckt, aber nicht leicht zu bekommen. Finde ich. So. Bestimmt hat sich irgendjemand auch hierfür jetzt was ausgedacht. Eine Speedrunning-Strategie. Aber ich nicht. Ich mag diesen Stern außerdem nicht. Zack. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wenn man 5 Münzen sammelt, ein Leben regeneriert wird? Wenn nein, wisst ihr es ja jetzt. Ja. Da oben das Power füllt sich dann mit jeder Münze um einen Buchstaben weiter auf. Und wenn es dann voll ist, dann bekommt ihr halt ein Leben zurück. Darauf und die Starcoin. Die ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwer, aber nach einer Zeit hat man die auch drauf. So. Die versuchen halt einen immer mit irgendwelchen bewegenden Plattformen von den Silbersternen wegzuhalten. Was eigentlich nie klappt, weil. Ja, es ist aber halt auch nur einer von den einfachsten Secret Stars. Sowohl vom Finden als auch vom Daneben springen. Wie kann ich dann nur daneben springen? Okay. So, dann war's das jetzt auch schon wieder mit dem fünften. Mit der fünften Schein für diesen Part. Ich glaube, ich weiß sogar noch, weil ich dranhänge. Was in Peach's Garden? Was seht ihr dann hier halt? So, oh ja, jetzt kommt der. Also, diesen Secret Star fand ich relativ dreist versteckt sogar. Also, da bin ich nicht direkt drauf gekommen. Man kann sehen, Achtung, achtet jetzt mal auf die linke Wand. Ich zeig's nochmal. Linke Wand. So, habt ihr es jetzt gesehen? Da war was Komisches. Und dazwischen ist tatsächlich auch was. Und ich mag diese Musik irgendwie. Dumm. Ich hoffe, man hört die Musik gut. Wenn nicht, dann halt doof. Ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wenn man es nicht hört, ist halt doof. So. In dieser Galaxie, will ich jetzt schon sagen. In diesem Secret Star geht es darum, 8 rote Münzen zu holen. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen beim Springen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, bis dahin ist alles korrekt. Hier ist auch irgendwo die Schattenschein. Ja, genau da. Ich glaube, die Musik ist sogar aus Galaxy. Ich habe Galaxy nie gespielt, also ich weiß es nicht. Aber ja, die ist aus Galaxy. Klingt schon so. Oh, Galaxy hat schon einige Soundtracks, die gut sind. Oh, das geht ja hier gerade heute wie am Schnürchen in diesem Part. Schön, gefällt mir. Ja. Zack. Und schon wieder das nächste geschafft. Deep go! Ah ja, dann weiß ich ja noch, was ich zeigen kann, alles. Zack. So, dann gibt's noch eine Secret Star Coin im Castle. Gibt 2 Stück von und eine außerhalb des Castles. Die erste ist hier im Level Designer tatsächlich. Hätte es gedacht. So, da oben kann man nämlich rein und da oben ist eine Starcoin. Yay!
können wir auch schon die Preise öffnen. Hier gibt es halt eine besondere Belohnung für 16, 32, 48 und 64 Starcoins. Das sind alle. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß, was da drin ist. Die Belohnungen sind manchmal cool, manchmal nicht. Lass dich einfach überraschen. Auch wohin gehe ich überhaupt? Ich wollte doch in den Garten. Und dort etwas erledigen. Ja, der Garten ist da hinten. Da könnt ihr dann reingeben. Hui. So. Und jetzt kommt ein Fight mit Carmack. So, ich habe mich jetzt entschieden, das nicht mehr vorzulesen, weil meine Stimme irgendwie scheiße klingt. Aber, ja. So, also diese grünen Spells sind Explosionen und die roten sind Gegner. Und das Einzige, worum es geht, ist Survival. Survival, 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 das ist voll langweilig, ich weiß. Ich habe mir das hier nicht ausgedacht. Nee, also, ich finde es eine der langweiligsten Missionen, um ehrlich zu sein. Manchmal droppt der blaue Münzen, die heilen halt ein bisschen. Was ich übrigens sehr sozial von ihm finde. Dass er, mich heilt. Es ist doch... Wieso gibt's solche Gegner? Zack. Och nee, und jetzt habe ich mir auch noch in der Taste geirrt. Egal. Wenigstens ist es nicht so wie bei Tetris, dass man da rausgeschmissen wird. So, und jetzt wirft er da eine Röhre hin und aus der Röhre kommen Goombas. Toll, ne? Okay, die Musik mitzusingen ist, glaube ich, keine gute Idee. Dann klingt es ja richtig beschissen, weil ich einfach nicht singen kann, ne? Nee, das war jetzt keine gute Idee, das so zu sagen. Sich selbst niedermachen auf seine eigenen Videos, das bringt's doch nicht. Wozu mache ich das denn? Okay, jetzt wirft er da einen Goomba hin und bumm, bumm, bumm. Und oh Wunder, es wird ein Riesengoomba. Bekannt aus, ich glaube, Super Mario 64 DS, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das Spiel übrigens auch nie gespielt, also ja. Ich glaube aber, es war so. Zick. Fertig. Und jetzt kommt eine grüne Schein. Mwap, mwap, mwap. Ja. Die braucht man jetzt nicht mehr. Die braucht man irgendwann im Keller, aber ich habe mir gedacht, komm, hole ich sie jetzt einfach mal. Und oh, ich habe noch so viel Zeit. Weil es alles so schnell geht hier gerade. Trotzdem beende ich dann hier mal die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part betreten wir dann diese Tür und ihr wisst, welcher Kurs dann das Ganze abschließen wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.